Gott! Was tust Das du? war so nicht geplant! Herzlich willkommen zurück zu GTA Online mit einem etwas anderen Video heute mal. Nachdem ich euch vor langer Zeit mal gezeigt habe, wie ich in Car Mechanic Simulator 2018 so viel Geld angehäuft habe, und zwar indem ich im Prinzip hallenweise Autos mir angeeignet habe, die repariert und dann teurer wieder verkauft habe, will ich euch heute zeigen, wie ich in GTA 5 bzw. GTA Online so viel Geld angehäuft habe. Abgesehen davon, dass ich auch da hallenweise Autos mir angeeignet, die umgebaut und wieder verkauft habe. Ihr ahnt es schon, es geht um den Cayo Perico heißt. Dieser heißt es zwar absolut nichts Neues mehr in GTA Online, aber ich dachte mir, ich zeige euch trotzdem einfach mal, wie man damit Geld verdienen kann. Außerdem, ihr ahnt es schon, wird dieses Video zwar alles erklären, aber auch wiederum nichts, und ist eine super Ausrede für mich, die ganzen Outtakes, die mittlerweile entstanden sind, bei den verschiedenen Anlaufen auf diesen Heist, zusammenzufassen. Also starten wir einfach mal ganz vorne, so als wäre das hier eine ernsthafte Anleitung. Wir fangen damit an, dass ihr zunächst etwas Startkapital braucht, wie immer, wenn man unglaublich reich werden will in solchen Spielen. Wir die 2,4 Millionen, die ihr am Anfang braucht, ja, 2,4, bekommt, ist euch selbst überlassen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, mit Freunden irgendwas zu machen, oder vielleicht habt ihr auch immer noch diese Hallen voll mit Autos. Sobald ihr das Geld jedenfalls habt, geht ihr zum Casino. An der Seite ist ein Eingang in einen Club, den ich noch nie vorher gesehen hatte, bis ich diese Sache gestartet habe. Dort steht ja eine viel zu lange Cutscene durch mit einem sehr nervigen Mann. Und danach geht ihr auf Warstock Cage and Carry und kauft euch die Kusatka. Grundsätzlich braucht ihr diese ganzen Zusatzsachen nicht, die man kaufen kann. Ihr könnt einfach das grobe Ding kaufen, das uralte U-Boot, was nur noch mit Glück und dem Pavel zusammenhält. Aber wenn ihr könnt, kauft euch ruhig den Hubschrauber dazu, denn der ist sehr praktisch und spart euch nachher viel Zeit. Es geht aber auch ohne. Sobald ihr das U-Boot dann gekauft habt, könnt ihr es über das M-Menü unter Sonderfahrzeuge heraufbeschwören, und es landet dann irgendwo in der Nähe, nur halt nicht in der Nähe, sondern irgendwo im Meer, grob bei euch in der Nähe. Wie ihr da hinkommt, da könnt ihr gerne kreativ sein, das überlasse ich euch. Im U-Boot selbst erklärt euch erstmal Pavel, wie, was, wo. Und sobald ihr dann wieder euch selbst steuern könnt, geht ihr einfach an den Tisch in der Mitte und startet die Mission. Wir müssen einiges an Vorbereitungen durchgehen und beginnen einfach direkt mit der Auskundschaftung. Da wir zu einer Insel wollen, brauchen wir natürlich eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Wir sitzen zwar gerade in einem Atom-U-Boot, das uns gerade unser gesamtes Geld gekostet hat, aber wieso klauen wir nicht einfach ein Flugzeug von ein paar Schmugglern, die sowieso bald dahin fliegen wollen? Ich bin mir sicher, es gibt elegantere Methoden, als so zu starten. Allerdings ist das Wichtigste eigentlich nur, dass ihr das Flugzeug überhaupt bekommt. Denn da sind ein paar Leute, die das nicht hergeben wollen. Und danach fliegt ihr einfach zum gelben Punkt auf der Karte. Das ist weniger kompliziert, als es hier gerade aussieht. Auf der Insel angekommen, werdet ihr erstmal durchsucht, aber wir haben sowieso keine Waffen dabei, also ist das egal. Wir bleiben natürlich nicht wie der nette Landungsgebiet, so freundlich wie er doch war, am Flughafen, sondern wir fahren hier durch den Zaun, und jetzt zeige ich kurz auf der Karte, hier entlang. Da kann man ruhig ein bisschen Gas geben und ruhig aufpassen, dass das alles nicht passiert. Hier vorne angekommen, springen wir einfach über diesen Berg drüber. Halt, stopp! Vorher schwimmen wir erstmal eine Runde, und zwar gehen wir hier ins Wasser, schwimmen einmal hier lang um die Insel herum, bis vor dieses Gebäude, das ihr da vorne seht, tauchen,
Richtung Gebäude, denn dort ist dieser Eingang, den wir erkunden müssen. Mit dem sparen wir später bei dem eigentlichen Heist sehr viel Zeit. Ihr müsst nur einmal hinschwimmen, da einfach zurück. Fun Fact am Rande, zumindest bei mir war es immer so, dass es wirklich völlig egal war, wie ich versuche, diese Wachen in den Motorbooten auf mich aufmerksam zu machen, weil ich dachte, die müssen mich ja erwischen. Und ich habe es dann einfach ausprobiert, was passiert, wenn man ihnen zu nahe kommt, wenn man die Aufmerksamkeit von ihnen erregt. Es ist wirklich völlig egal. Während der Erkundung, wichtig, während der Erkundung der Insel, ist es scheinbar wirklich völlig egal. Ist nicht wichtig, aber vielleicht gibt euch das ein bisschen Entspannung. Und dann springen wir einfach über diesen Berg drüber. Das ist besser als zu versuchen, den Kameras da vorne zu umgehen, die ihr jetzt gerade gar nicht seht. Man kann natürlich auch einfach, naja, einfach. Man kann drüber fahren, man kann aber auch drüber springen, mit dem Fallschirm springen. Oh Gott! Was tust du? Das war so nicht geplant! Da ist der Kreativität absolut keine Grenze gesetzt. Geil! Von da aus fahren wir weiter hier lang zum Sendemast. Und, ja, parken. Den Sendemast müssen wir dann hochklettern. Unglaublich kompliziert hacken. Das ist eigentlich selbsterklärend. Die Zahl muss rauskommen, die da steht. Mit dem Handy gehen wir dann in die Kameras, sehen uns die Beute an, die wir später in der Villa uns schnappen können. Dazu kommen wir später noch, keine Sorge. Fahren weiter wie bekloppt über die Insel. Dabei könnt ihr so viel Blödsinn anstellen, wie ihr wollt, solange euch die Kameras nicht sehen und natürlich auch die Wachen. Ihr seht auf der Karte unten in der Ecke immer deren Sichtfeld. Bleibt da am besten einfach raus und ansonsten viel Spaß. Zwischendurch fotografieren wir noch etwas Tee. Tauchen ein bisschen durchs Wasser, bleiben unter dem Steg klemmen. Also im Prinzip sucht ihr übermöglich auf der Karte Punkte ab. Ob ihr weiteren Tee findet oder andere Sachen, die ihr gerne haben möchtet. Und wenn ihr dann wieder zurück zum Flughafen wollt, denn anders kommen wir nicht wieder nach Hause, braucht ihr nicht zurückzulaufen. Ihr könnt einfach ganz unauffällig die netten Leute mit den Wasserpistolen auf euch aufmerksam machen. Die bringen euch dann direkt zum Flughafen. Und dann haut ihr lieber ab, solange ihr noch könnt, denn das sind gar keine Wasserpistolen. Wieder zurück in Los Santos, fordert ihr das U-Boot wieder an, geht natürlich zu eurem U-Boot, wie auch immer ihr das anstellt. Jetzt müssen wir als erste Vorbereitungsmission ein anderes U-Boot gewissermaßen angreifen. Mein Tipp ist, fahrt mit eurem U-Boot direkt zu dem U-Boot hin, geht am besten unten raus, ansonsten kann es sein, dass ihr sehr schnell respawnt und sowas hier anstellen müsst, weil ihr auf dem Jetski spawnt und wirklich, glaubt mir, es ist kein Spaß, auf der Wasseroberfläche zu sein, denn da sind böse Jungs wieder. Also einfach hier vorne den Taucheranzug schnappen, unten durch den Pool rausgelangen, direkt zum U-Boot tauchen. Ein bisschen mit den Jungs auf dem anderen U-Boot tanzen, zur Not die Jungs mit den Wasserpistolen ohrfeigen. Und dann von unten könnt ihr auch wieder in euer U-Boot zurück und schon ist das erledigt. Zwischendurch dürft ihr natürlich nicht vergessen, ihr müsst da so eine Kiste mitnehmen, aber das schafft ihr schon. Als nächste Vorbereitungsmission zeige ich euch die Sache mit der Baustelle. Also ihr müsst da einen Schneidbrenner klauen, aber als erstes muss man natürlich zur Baustelle hinkommen, was einfacher klingt, als es offensichtlich ist. Seid ihr dann angekommen, könnt ihr euch tarnen. Doch, das gilt als Tarnung. Ihr müsst irgendwo diesen Helm finden, ist bei verschiedenen Baustellen an verschiedenen Stellen. Dann werdet ihr nicht angegriffen. Danach könnt ihr euch erstmal stundenlang auf der Baustelle verlaufen, um die eine Kiste zu finden, in der der Schneidbrenner ist. Man kann sich aber auch wirklich blöd anstellen.
Da haben wir den Schneidbrenner. Natürlich ohne Gasflasche, aber das ist kein Problem, denn das hier ist immer noch ein Spiel, also ein Film, also muss das nicht funktionieren. Wenn ihr es dann habt, solltet ihr, wenn ihr noch nicht aufgefallen seid, weiterhin vorsichtig sein, denn sobald ihr etwas auffällig seid, werden die Leute etwas ungehalten, wobei das auch ein ganz schön harter Dämpfer war, das muss ich zugeben. Danach müssen wir nur noch zurück zum U-Boot. Wie theatralisch ihr den Abgang macht, ist natürlich eure Sache. Das ist eigentlich für den Verlauf der Mission nicht so wichtig. Das wirklich Wichtige dabei ist nur, dass ihr jetzt wieder zurück zum U-Boot kommt, denn das Teil müssen wir natürlich wieder abgeben. In einer weiteren Vorbereitungsmission besorgen wir uns den Glasschneider für diesen Glas-Safe. Dafür müssen wir einen Plan fotografieren, denn das klauen wir von ein paar anderen Einbrechern. Nicht, dass wir Einbrecher wären, aber die anderen klauen auch und wir klauen von denen, also ist das okay. Und dann vergiss ich natürlich die Aufnahme dazu zu machen. Es wäre eh zu viel Geballer. Wieso wird so viel geballert in dem Spiel? Wichtig ist natürlich, dass ihr mit dem Hubschrauber, wenn ihr ihn habt, vernünftig umgeht und wisst, wie man damit umgeht und einseht, wann ihr aufhören solltet, das zu tun, was ihr tut und wieder sowas ähnliches wie Heile zum U-Boot zurückkehrt. Weiter geht es mit dem altbewährten Hacken, das wir teilweise schon aus anderen Missionen kennen. Wir brauchen nämlich einen USB-Stick und müssen diesen Schreibtischstuhl und den Boden dringend zeigen, wer hier der Boss ist. Danach natürlich direkt wieder zurück zum U-Boot und ausnahmsweise mal den Heli tatsächlich richtig landen. Das ist eine tolle Funktion. Zu guter Letzt müssen wir noch Waffen besorgen, denn die eigenen können wir nicht benutzen, sagt Pavel. Das ist zu gefährlich. Dann findet uns Rubio wieder und will seinen Tee zurück. Bei dieser Vorbereitung gibt es zwei Optionen. Entweder müsst ihr zu einem Bürogebäude und dort Waffen aus einem Schrank klauen oder ihr schnappt euch euren Helikopter, fliegt zum Hafen und folgt dem Helikopter von Meriwether, der euch zu einem Ort mit vielen Waffen bringt. Ist allerdings ziemlich eintönig. Ganz wichtig, nicht abschießen. Ihr solltet wirklich nur folgen. Wenn ihr es ein bisschen spannender mögt, dann schnappt ihr euch einfach euer Rallye-Auto oder was auch immer für ein Fahrzeug und folgt ihm auf diesem Weg. Ist etwas spannender, weil etwas schwerer zu folgen, da sich Helikopter nicht unbedingt an Straßen halten. Wenn man ihn erstmal hat, geht es allerdings dann auch. Auf jeden Fall ist es ein bisschen interessanter und nicht ganz so langweilig wie mit dem Hubschrauber. Am Ziel angekommen, parkt ihr sauber ein und geht zu diesem Flugzeug. Natürlich werdet ihr vorher ein paar Leuten begegnen, die das nicht wollen. Ihr sammelt hier die Waffen ein. So, we have the weapons, yes? Good, because I am sure you already know this, Captain. But it seems you are flying now, so... Und da das Flugzeug jetzt gestartet ist, müsst ihr hier ganz vorne euch einen Fallschirm besorgen. Um das Flugzeug wieder einigermaßen sicher verlassen zu können. Unten angekommen werdet ihr natürlich auch wieder verfolgt, aber ihr habt ja ein Rallye-Auto oder einen Hubschrauber, was auch immer, ihr kriegt das schon. Jetzt das übliche spektakuläre Flucht und einfach zurück zum U-Boot. Wenn ihr das mit dem Büro habt, ist mein Tipp, dass ihr auf dem Dach landet und auch wieder von dem Dach startet, um zurück zum U-Boot zu fliegen. Es gibt dann auch noch die Option, ein paar Sabotageakte durchzuführen, um es einem dann auf der Insel zu vereinfachen. Allerdings habe ich nie wirklich den Unterschied gemerkt, außer wenn ihr die Lieferung der schusssicheren Westen unterbindet. Aber ihr habt hier die Möglichkeiten, ein paar Waffenkisten zu zerstören. Keine Angst, das ist ein Stuntman. Niemandem ist hier was passiert. Und dabei müsst ihr auch nicht unbedingt mit dem Raketensystem des 1,8 Millionen Dollar Helis klarkommen, denn der Heli an sich funktioniert auch wunderbar. Danach natürlich noch ein letztes Mal zurück zum U-Boot. Kommen wir also jetzt endlich zum eigentlichen Heist. Ich starte den Heist natürlich in der Kosatka genauso wie alle Vorbereitungsmissionen. Und sobald ihr sie gestartet habt, kommt ihr in die Einstellungen. Hier wählt ihr aus, dass ihr mit der Kosatka anfahrt, dass ihr über den Abwassertunnel reingeht und auch wieder rauskommt. Der Fluchtpunkt ist die Kosatka selbst wieder. Das Böff kann einfach rausschwimmen.
Und Tageszeit ist eigentlich egal, ich mach's immer am Tag, da sehe ich einfach mehr. Und dann geht ihr nach rechts auf Fortfahren. Als erstes tauchen wir natürlich aus dem U-Boot raus und schwimmen in Richtung Eingang. Wenn man schon mal hier ist, muss man übrigens keine Angst haben vor den Minen. Man darf die auch ruhig mal boxen. Das tut keinem weh, außer eurer Faust. Da passiert wirklich gar nichts. Danach weiter zum Gitter, durch das wir uns natürlich weiterhin ohne Gas einfach so durchlöten. Und dann einfach weiter schwimmen, bis ihr über E bestätigen könnt, dass ihr nach oben wollt. Oben angekommen, warten wir kurz, bis unsere Freunde spawnen. Wenn dann alle da sind, passt bitte auf, wo ihr hintretet, denn sonst geht ihr ein allerletztes Mal schwimmen. Wenn man hier runterfällt, war es das. Also, wenn ihr gespawnt seid, geht ihr einmal nach links. Da müsst ihr eine Wache schlafen legen. Dann geht ihr wieder zurück, den Gang entlang. Vorsicht bei den nächsten beiden Wachen. Durch das Tor durch, die Treppe hoch, durch die nächste Wache durch. Lasst euch von dem Typen im Käfig nicht verwirren, auch wenn er Katzengeräusche macht. Pushy push. Geradeaus weiter, die Wache am Eingang bitte lieber schlafen legen, sonst ist die später sauer auf euch. Durch das Tor könnt ihr euch um die nächste Wache kümmern. Dann springen alle hier runter. Einer klettert wieder hoch. Passt bitte auf, dass ihr nicht gesehen werdet. Dann direkt über die Hecke hoch. Schlüssel einsammeln. Hier die Treppe hoch, durch die nächste Wache durch. Oben zur Tür rein. Hier gibt es einen kleinen versteckten Safe, da ist ein bisschen Geld drin, gönnt euch das ruhig. Wer will, kann hier vorne einen goldenen Revolver finden. Allerdings ist es ein bisschen gefährlich, wenn man den dann hat, kann es sein, dass man den aus Versehen auswählt. Und der ist nicht so leise. Und dann wird hier gehackt. Im Prinzip ist es sehr simpel, ihr müsst den Fingerabdruck von oben nach unten halt nachbilden. Achtet einfach darauf, welcher Abschnitt an welchen ungefähr angrenzt, so dass es ein Bild ergibt und dann geht's schon. Im Keller angekommen, klaut ihr dann, was auch immer ihr klauen müsst. Es gibt verschiedene Sachen, entweder im Safe oder in dieser Glasvitrine. In der Glasvitrine müsst ihr darauf achten, dass der Schneider nicht zu sehr überhitzt. Aber das ist ganz ehrlich, das steht da alles, das kriegt ihr schon hin. Achtet einfach drauf, was da steht. Wenn ihr den Heist nicht alleine macht, dann könnt ihr auch unten noch in den Keller und da alles mögliche mitnehmen. Nehmt am besten nur Gold mit, das lohnt sich am meisten. Das hier unten im Keller und oben innerhalb der Villa könnt ihr nur mitnehmen, wenn ihr zu mehreren Leuten seid. Ihr müsst mit den Chipkarten gleichzeitig an den Türen die Türen öffnen. Alleine geht es leider nicht. Wenn ihr im Keller fertig seid, dann geht ihr unten raus. Eventuell, wie gesagt, noch mit den Chipkarten durch die einzelnen Räume hier und dann zum Haupteingang. Passt drauf, dass ihr nicht gesehen werdet. Tretet gegen die Tür und dann geht's schon raus. Wenn ihr zu zweit seid und in der Villa schon eure Taschen gefüllt habt, könnt ihr jetzt einfach nach links rum und so elegant wie möglich ins Meer springen und einfach geradeaus rausschwimmen. Einfach schwimmen, bis die Mission geschafft ist. Wenn ihr aber alleine seid oder ihr seid mehrere Leute und eure Taschen sind noch nicht voll, begebt euch jetzt auf die Insel und schnappt euch die Sachen, die ihr vorher ausgespäht habt. Falls ihr die Sachen aus dem Flugzeughangar am Flughafen haben wollt, dann braucht ihr diesen Gabelstapler, diese Kiste, die ihr einfach hier super elegant rüberfahrt, ein bisschen anhebt mit dem Gabelstapler und euch damit eine Treppe baut. Steckt hier oben rein und schon kommt ihr an alles dran. Viel Spaß. Und am wertvollsten ist tatsächlich Tee, am wertlosesten ist tatsächlich Bargeld, nur mal so als Tipp. Also ihr rast einfach viel zu schnell mit dem Moped quer über die Insel. Vergiss nicht, den Tee mitzunehmen. Passt auf, dass ihr nirgendwo richtig blöd stolpert. Nehmt nur Profis mit, auch wenn es nur ums Motorradfahren geht. Passt auf, dass ihr nirgendwo drüber stolpert. Nochmal. Klaut noch mehr Tee. Rast noch unkontrolliert herum. Und achtet darauf, dass ihr aus den Fehlern der anderen lernt und sie nicht kopiert. Zum Schluss könnt ihr dann entweder, wie gesagt, wieder einfach ins Meer springen und schwimmen und es überleben oder ihr endet wie Bonnie und Clyde. Es ist dramatisch und spannend, aber wir wissen alle, wie das ausging. Yo!
Okay. Wenn ihr dann diesen Heist immer und immer wieder schafft, dann habt ihr irgendwann sehr viel Geld und so viele Aufnahmen, dass das ganze Video gerade sehr zusammengestückelt aussah. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es sind tatsächlich ein paar ernst gemeinte Tipps dabei. Sehr viel Blödsinn, aber das, ich weiß nicht, vielleicht ist das aufgefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Reichwerden in GTA Online und wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder einer der Events. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Macht's gut. Stolpert nicht. Euer Loco. Blah, 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 blah.